Sehr geehrter Herr Professor Ponimaskin, sehr geehrter Herr Dr. Wirth, ich begrüße Sie und das Publikum an den Bildschirmen zu Hause ganz herzlich. Ich freue mich besonders auf dieses Interview, weil, wie ich gestehen muss, Spermidin bisher nicht so auf meiner Agenda hatte. Ich hoffe aber, dass sich das heute ändern wird und bin sehr gespannt, wo und wie ich diese Substanz zukünftig vielleicht selber einsetzen kann. Herr Ponimaskin, Sie sind Professor an der Medizinischen Hochschule in Hannover und Herr Dr. Wirth, Sie sind einer seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter. Meine erste persönliche Frage, wie sind Sie denn beide dazu gekommen, sich mit dieser Substanz überhaupt zu beschäftigen? Ja, guten Tag. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Und tatsächlich, Spermidin ist eine spannende Substanz. Und wir haben ungefähr vor 4 oder 5 Jahren angefangen, damit zu arbeiten. Und zwar, das jetzt Verbindung war, wir beschäftigen uns sehr viel mit neurodegenerativen Erkrankungen und schauen verschiedene Möglichkeiten, wie man bei diesen Erkrankungen, in erster Linie mit Tauopathien, mit frontotemporalen Demenzen, wie man das therapieren könnte. Und dann haben wir jetzt auch durch unsere Kooperation mit Kollegen in Graz auch zum Spermidin gekommen und auch ein Projekt geschrieben, welches durch Bundesministerium für Forschung gefördert wurde. Und jetzt machen wir genauso weiter. Okay, super. Fangen wir gleich richtig an. Wir gehen erstmal die Grundlagen. Was ist denn eigentlich Spermidin für eine Substanz und warum hat sie diesen ja vielleicht doch etwas merkwürdig klingenden Namen erhalten? Kann ich vielleicht gerne mal beisteuern. Also Spermidin ist letztendlich ein Polyamin. Also Poly, weil es hat mehrere Aminogruppen letztendlich und biogen ist es, weil wir es selber herstellen können. Gibt noch weitere Amine, vor allem biogene Amine auch in dieser Reihe. Da kennt man vielleicht noch das Putrescin, das ist der Vorläufer, oder das Spermin. Und letztendlich ist es auch das Spermin, was diesen Spermidin auch letztendlich später den Namen gegeben hat. Denn entdeckt wurde das Ganze ursprünglich von Anton von Leeuwenhoek, die man vielleicht kennt für die Erweiterung oder Verbesserung der Mikroskopie. Damals im ausgehenden 17. Jahrhundert hat er das erste Mal Kristalle im Sperma entdeckt. Und die wurden dann später von einem Philipp Schreiner als eine stickstoffhaltige Base identifiziert. Das war dann aber schon 1870, ebenfalls aus Samenflüssigkeit. Und das wurde dann auch bei Justus von Liebig veröffentlicht. Hat dann aber noch gedauert bis 1927, dass dann tatsächlich die Synthese und die Struktur von Spermidin entdeckt wurde und entschlüsselt wurde letztendlich. Aber der Name ist auf diese Kristalle in der Samenflüssigkeit zurückzuführen. Aha. Und interessant finde ich auch, dass jetzt auch diese Kristalle nicht nur diese ausgetrocknete Samenflüssigkeit gefunden wurden, aber auch, wie Philipp Schreiner hat auch beschrieben, die auch in Blutplasma, insbesondere von Patienten mit Leukämie. Das war schon interessant, dass man jetzt auch diese Substanz an verschiedenen Organen gefunden hat, auch in Leber. Und wie gesagt, wie Herr Wirth schon gesagt hat, dass es nur später chemische Struktur geklärt wurde. Aber Name ist geblieben. Okay, dann ist also so die erste Assoziation, die man hat, so gar nicht ganz falsch gewesen. Das passt genau. Schon. Ja. Gut, sehr schön. Dann gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, ja, welche Funktionen hat denn Spermidin überhaupt in unserem Organismus? Wofür brauchen wir das denn? Tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Funktionen, wo Spermidin eine wichtige Rolle spielt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass wahrscheinlich nicht alle jetzt bekannt sind, aber bekanntestens kann ich jetzt auflisten, dass in erster Linie Spermidin kann mit DNA und RNA mit Nukleinsäuren in unsere Zellen binden und dadurch werden die stabilisiert. Zum Beispiel Chromosomen werden stabilisiert oder Ribosomen, wo Proteine synthetisiert werden, werden dadurch stabilisiert. Spermidin kann auch Modifikationen von DNA, von Chromosomen, sogenannte Acetylierung, modulieren und dadurch werden die noch intakter. Wir haben noch verschiedene Enzyme in unseren Zellen modulieren, die für DNA-Reparatur zuständig sind.
Und auch über diese Stickstoffmonoxid, so eine kleine Molekül, die jetzt auch eine wichtige Rolle spielt in Neuronen, auch bei Vasodilation, bei Gefäßen, kann auch Produktion steuern. Aber wichtigste Funktion, meiner Meinung nach, ist Steuerung von Autophagie. Autophagie, wahrscheinlich kann man ganz kurz erklären, was das ist. Autophagie, von Griechischen übersetzt, heißt sich selbst essen. Und das heißt, Autophagie wird in jede Zelle praktisch aktiv, wenn eine Zelle in Stress ist oder zu wenig Energiequellen bekommt. Und dann fängt die Zelle an. Ich habe jetzt wahrscheinlich eine kleine Folie zu erklären, was Autophagie ist. Ja, das wäre prima. Vielleicht nochmal Und zur das. Ergänzung, Vasodilatation für unsere Zuschauer, die das nicht kennen, den Begriff, Okay. das ist nichts anderes als Gefäßerweiterung. Also Stickstoffmonoxid wird gefäßerweiternd. Genau. Und hier ist jetzt was, Autophagie ist jetzt mit 1 gezeigt, dass jetzt das Signal in Zellmembran ankommen, zum Beispiel oxidativer Stress, zu wenig Sauerstoff oder zu wenig Nahrungsstoffe. Dann reagiert Zelle folgendermaßen, die versucht jetzt unnötige Materialien in der Zelle, was nicht gebraucht wird, zum Beispiel falsch gefaltete Proteine oder Organellen, Energiequellen, Mitochondrien, die nicht so gut funktionieren, in eine Vesikel einzuschließen, so wie hier gezeigt. Und in diese Vesikel angeschlossen werden diese sogenannten Autophagosomen mit Lysosomen, mit anderen Vesikeln in der Zelle verschmilzen. Und dann werden diese Produkte, die in der Vesikel drin sind, Organellen oder Proteine, abgebaut auf einzelne Baustoffe. Und diese Baustoffe werden wieder verwendet. Sozusagen kann man sagen, dass so ein Recycling stattfindet. Und diese Baustoffe können uns auch für Energiegewinnung in der Zelle benutzt werden oder von Aufbau neuer Proteine. Und das ist eigentlich, hier spielt Spermidin eine zentrale Rolle und kümmert Autophagie. Und man weiß auch, Autophagie bei vielen Kranken, neurodegenerativen Kranken vermindert ist und auch beim Altern Autophagie-Level runtergeht. Okay, das heißt also Autophagie, also wenn man sich das wörtlich übersetzt, selbst auffressen, klingt ja erstmal gefährlich und bedrohlich. Und es scheint ja eher das Gegenteil der Fall zu sein. Wir profitieren davon und der Organismus kann möglicherweise länger leben, auch Krankheiten besser bekämpfen, wenn er Autophagie gut beherrscht. Vielleicht nebenbei noch, ich glaube 2016 war es, als da Professor Okushi für diese Erkenntnisse einen Nobelpreis bekommen hat. Genau. Fand ich dann auch ganz toll. Und er hat selber auch gesagt, das ist möglicherweise ein Schlüssel für das Verständnis und die Behandlung vieler unserer Zivilisationskrankheiten. Genau. Diese besonders alterbedingte Erkrankung. Ja. Also wenn wir Substanzen haben, die das ankurbeln können, kann das für unseren Organismus eigentlich nur gut sein. Wollen Sie da zu den Grundlagen, zu den Funktionen noch was sagen? Sonst würde ich so zur nächsten Frage fortschreiten. Alex? Was vielleicht hier an dieser Stelle ganz, ganz interessant und ergänzend sein könnte, also dieser Prozess der Autophagie, ich will jetzt nicht vorweggreifen, ich hoffe, es kommt noch, aber der letztendlich kann nicht nur durch verschiedene Substanzen ausgelöst werden, aber es wurde gerade schon gesagt, also es gibt verschiedene Signale an der Zelle und einer sind eben Nährstoffe. Tatsächlich ist eigentlich der stärkste Aktivator von Autophagie Fasten oder ein sehr starker Autophagie-Inducer ist Fasten letztendlich. Und da kommt auch so ein bisschen vielleicht die Idee von diesem Spermidin her, denn man müsste eigentlich als Mensch sehr viel, sehr lange fasten, auf sehr viele Kalorien verzichten, was heutzutage mit dem Alltag vielleicht nicht so richtig gut zu verbinden ist. Und deshalb wird Spermidin auch als Kalorienrestriktionsmimetikum bezeichnet. Das heißt, es ahmt sozusagen den Effekt von Fasten nach. Und auf diese Weise wird letztendlich dann diese Autophagie induziert. Ah ja. Kann man wahrscheinlich mit diesem Bild jetzt auch verdeutlichen, weil normalerweise junge, gesunde Zellen, so wie links gezeigt, die haben jetzt diese Autophagieprozesse sehr stark im Griff und die sind aktiv. Und bei alten Zellen und kranken Zellen wird es immer weniger Autophagie, dass keine Recycling stattfindet, keine Erneuerung, was jetzt letztendlich zum Zelltod führt. Und wenn man Neuronen anschaut, in vielen Fällen zum Demenz. Und dann praktisch. Was kann man dagegen machen? Fasten aktiviert Autophagie und verschiebt alles praktisch nach links, Richtung jüngere Zellen. So wie Herr Wirth schon gesagt hat, Problem ist natürlich jetzt, Fasten ist sehr schwer in unserer Gesellschaft. Man hat so viele Anreize, hat so viele Lebensmittel,
Und über 12, 14 Stunden Fasten, wenn man arbeiten muss, ist nicht so einfach. Deswegen ist es wichtig, sogenannte Kalorienreduktion Mimetika. Die Stoffe, die es Ja. nachahmen. Und Spirulina gehört dazu, ja. Okay. Ich selber bin seit über 30 Jahren Fastenarzt und ich habe es damals noch so gelernt, dass das Fasten eigentlich erst richtig nach 3 Tagen losgeht. Erst dann haben wir die Umstellung ins Fasten, in den Fastenstoffwechsel. Aber die neuen Erkenntnisse sagen ja wohl, Sie haben eben 12 bis 14 Stunden erwähnt, da passiert noch nicht viel, aber so nach 16, 18 Stunden würde bereits die Autophagie so langsam beginnen. Und darauf beruhen dann ja auch die Konzepte des 16- oder 18-Stunden-Fastens. Ist das so? Beginnt das dann schon so früh? Ich glaube, bei Menschen ist die Datenlage tatsächlich eher dünn, was das angeht, weil man es einfach auch sehr schlecht, also wir haben wenig Möglichkeiten, das sinnvoll zu messen. Aus verschiedenen Tiermodellen wissen wir tatsächlich, dass je nach Konstitution der entsprechenden Art Autophagie ab 16 Stunden Nahrungskarenz letztendlich beginnen kann, ja. Dann 16 Stunden finde ich jetzt nicht so schwer. Also ich kenne viele meiner Patienten, die das machen. Ich selbst mache das auch so. Ich lasse praktisch immer das Frühstück ausfallen und finde das überhaupt nicht belastend. Kann ich prima mit meinem Arbeitsalltag integrieren. Wäre natürlich toll, wenn man das dann mal wirklich nachweisen könnte. Aber mir fällt noch was anderes ein. Also damals, so vor 30, 40 Jahren, wenn man dann so in der konventionellen Medizin mal den Begriff des Fastens erwähnt hat, dann hat man mit etwas Wohlwollen ein spöttisches Lächeln erhalten und viele Professoren haben gesagt, ja, damit sollen Schlacken abgebaut werden. Schlacken gibt es im Organismus nicht, im Hochofen gibt es Schlacken, aber doch nicht bei uns. Wenn ich mir so diese Autophagolyse anschaue und diese Zelltrümmer, die dann eingesammelt werden, ist es nicht das, was früher die Fastenärzte so als Schlacken bezeichnet haben? Könnte man das so sagen? Wahrscheinlich nicht, weil das geht um diese subzelluläre Strukturen, die damals mit so einer Mikroskopieentwicklung waren so schlecht nachweisbar und schlecht sichtbar. Heutzutage könnte man mit unseren Mikroskopen ganz genau sehen, einzelne Organellen, gibt es so verschiedene Fluoreszenzproteine und kann man praktisch in lebenden Zellen Autophagieprozesse verfolgen. Aber Ja. damals wahrscheinlich war es schwieriger. Ja, die haben das ja nicht gesehen. Die konnten das nicht sehen, aber das war immer so ein theoretisches Postulat der Fastenärzte, dass es solche Schlacken geben müsse und dass einer der großen Effekte des Fastens eben nicht nur aufgrund von einer vegetativen Umschaltung im Nervensystem beruht, sondern eben auch auf diesem Abbau von Schlacken. Und daran habe ich sofort gedacht, als ich das erste Mal so von diesen Autophagieprozessen gehört habe. Ja, das kann man auch, sie schlagen als Zellmüll auch bezeichnen. Auch, und das ist natürlich Autophagie, dieses Müll recyceln, wenn Sie jetzt, ne? Das ist Ja, ist halt der nicht moderne Befreien von Begriff. Schlacken, sondern Recyceln. Ja, Richtige okay, ja, Recyclung, no, ja. noch besser, ist ja noch besser. Wunderbar. Okay, dann haben wir so ein bisschen zu den Grundlagen erfahren. Und die nächste Frage wäre dann natürlich, bei welchen Krankheiten müssen wir denn dann an Spermidin in der Prävention oder sogar in der Therapie denken? Wo könnte man denn es jetzt bereits klinisch einsetzen? Hier ist natürlich also eine wichtige und schwierige Frage, weil gibt es ganz viele In-vivo-Experimenten mit Tieren, mit Mäusen, Drosophila, mit Würmer und mit Ratten. Und gibt es eigentlich korrelative Studien mit Menschen und relativ wenig Studien, wo Spermidin praktisch supplementiert wird bei Menschen. Und aus Mausmodellen, aus Tiermodellen und aus qualitativer Studie ist es ganz klar, dass Spermidin wichtig ist bei kardiovaskulären Erkrankungen. Das spielt eine sehr wichtige Rolle, protektive Rolle bei Immunsystem und bei neurodegenerativen Erkrankungen. Also diese drei wichtige Gruppen, hier spielt Spermidin eine wichtige Rolle, was Tumoren betrifft. Hier sind Datenlage sehr kontrovers. Manche zeigen, dass diese erhöhte Autophagie doch Tumorzellenwachstum stimulieren könnte bei späteren Stadien. Andere sagen, bei diesen immunvermittelten Tumoren könnte schon eine protektive Wirkung haben. Das ist in frühen Okay. Stadien. Ja. Okay, Oder also Alex, kannst du bei da diesen. noch was mich Ja. vergessen? Nee, ich glaube, es wurde eigentlich, also es sind alle wichtigen, wesentlichen Krankheitsaspekte genannt worden. Also, um das wieder auf die Grundlagen zurückzuführen, ganz im Wesentlichen sind das eben Erkrankungen, bei denen diese Autophagie eine wichtige Rolle spielt.
wo eine Zellerneuerung notwendig ist. Also wenn ich jetzt das Beispiel neurodegenerativen Erkrankungen mal nehme, bei den Zellen ist es ja so, bei den Nervenzellen ist es meist so, dass die nur eine bedingte Kapazität haben, sich sozusagen neu zu entwickeln. Diese Zellen sind also darauf angewiesen, dass sie möglichst lange gesund und gut funktionierend bleiben. Und da ist dieser Prozess der Autophagie eben eine wichtige Rolle, weshalb Spermidin bei neurodegenerativen Erkrankungen so interessant ist letztendlich. Gut, ich glaube, zu meiner nächsten Frage haben Sie auch eine Folie mitgebracht. Welche Lebensmittel enthalten denn natürlicherweise wie viel Spermidin? Wahrscheinlich, wenn wir diese Frage, kann man so anfangen, erstmal hier, dass man natürlich das Spermidin hat drei Quellen in seinem Körper. Erstmal, jede Zelle produziert Spermidin. Das findet man nicht in der Samenflüssigkeit, sondern jede Zelle ist in der Lage, Spermidin zu produzieren. Dann unsere Darmbakterien produzieren relativ viel Spermidin. Und dritte Spermidinquelle ist natürlich Nahrungsmittel. Und natürlich jetzt bei jungen und jungen Erwachsenen sind die mehr oder weniger vergleichbar effektiv. Aber wenn man alt wird, wird diese eigene Produktion runtergeregelt. Und das haben auch schon viele Studien gezeigt, dass auch bei Menschen, nicht nur bei Tiermodellen, auch bei Menschen so, mit Altern wird Spermidin Eigenproduktion runtergesteuert. Deswegen spielt diese Nahrungsstoffe oder Nahrungsmittel Zufuhr von Spermidin eine wichtige Rolle. Und hier habe ich hier auch eine Folie. Hier. Ja. Und hier kann man sagen, Weizenkörner sind zur beste Quelle von Spermidin. Auch Sojabohnen, getrocknete Sojabohnen oder fermentierte Sojabohnen, man kennt jetzt in Japan wie Natto genannt, schmeckt fürchterlich, aber hat sehr hohe Spermidinanteil. Und auch Hülsenfrüchte und Pilze und reife Käse sind sehr gute Spermidinquellen. Cheddar soll, glaube ich, besonders Ja. spermidinreich sein. Okay. Und ja, das je nachdem, wie lange es gereift war. Wir haben auch als bei uns ProSieben-Leute mit Galileo da bei uns waren, haben die auch unterschiedliche Käsesorten analysieren lassen und Spermidingehalt gemessen. Ach ja. Das war schon sehr unterschiedlich. Ja. Tatsächlich war das, je älter Käse ist, desto mehr Spermidin drin ist. Okay, Ganz das. normales Supermarkt, Parmesan hat relativ wenig gehabt, aber diese gute 12 Jahre alten Parmesan hat relativ viel Spermidin. Okay. Ja, wir bilden ja auch selber Spermidin. Kann man denn sagen, hat man das erforscht, wie viel wir selber bilden oder wie hoch so der Tagesbedarf ist, dass man so abschätzen kann, wie viel bilden wir selber, wie etwa beim Carnitin oder beim Q10, was wir auch zum Großteil selber bilden, und wie viel führen wir von der Nahrung außen zu? Kann die Zufuhr von außen in Form von Lebensmitteln oder in Form von Nahrungsergänzungspräparaten etwa die körpereigene Zufuhr völlig ersetzen? Wie sind da so die Größenverhältnisse? Weiß man da was drüber? Also da gibt es eine Handvoll Studien. Was man als allererstes bei Menschen, denke ich, sagen kann, ist, dass der individuelle Unterschied zwischen den einzelnen Leuten letztendlich sehr groß sein kann. Also es gibt auch junge Menschen mit wenig Spermidingehalt und alte mit sehr viel letztendlich. Da eine große Streuung in den Spermidingehalten, die man dort messen kann. Es gibt grobe Schätzungen, dass man ungefähr sagt, ein Drittel, so im mittleren Lebensalter, ein Drittel kommt ungefähr aus der eigenen Produktion. Dann hat man etwa nochmal, ja, 10 bis 15% aus dem Mikrobiom und letztendlich fast die Hälfte wird über die Nahrung hinzugefügt. Ah ja. Was eigentlich bei einer guten, ausgeglichenen Ernährung auch problemlos möglich ist, in Anführungszeichen. Und wir haben, man sieht es jetzt hier auch an dem Bild vielleicht, also das ist eher Obst und Gemüse, was spermidinreich ist, also vegetarische Kost an der Stelle. Also man hat mal ausgerechnet, eine mediterrane Diät, die ja auch sehr gut sein soll, die enthält aufgrund der Nahrungszusammensetzung in etwa 25 Milligramm Spermidin pro Tag, was die letztendlich zu sich nehmen. Und in Mitteleuropa ist es eher so, dass wir da bei 7 bis 10 Milligramm pro Tag an Ah zusätzlicher ja, Spermidinaufnahme über die Nahrung sind. okay. Das ist ja spannend. Das würde ja bedeuten, dass möglicherweise der hohe Spermidingehalt der mediterranen Ernährung
ein Faktor ist, warum die eben so gut ist. Und also selbst 25, auch wenn wir jetzt sagen, das ist viel, wenn ich mir die Lebensmittel angucke, okay, 1 Kilogramm Weizenkeime, das werden wir nicht schaffen, glaube ich, ja, aber man kann, glaube ich, dann durchaus auf 25 Milligramm kommen. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Von meiner nächsten Frage, vielleicht können wir mal aus den Folien rausgehen, dass wir uns mal wieder so in der Großdarstellung sehen, weil da haben wir, glaube ich, nicht mal Folien dazu. Meine nächste Frage wäre dann, wenn wir es jetzt wirklich von außen zuführen wollen, also als Nahrungsergänzungspräparat, welche Dosen würden wir denn da einsetzen? Welche Dosen würden wir vielleicht präventiv einsetzen, wenn jemand ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre oder neurodegenerative Erkrankungen aufweist? Oder welche Dosen würden wir einsetzen, wenn solche Erkrankungen schon eingetreten sind? Hier ist natürlich, muss man jetzt auch relativ vorsichtig sein, wie Herr schon Dr. Witt gesagt hat, jetzt sehr große individuelle Unterschiede gibt es. Und man sagt jetzt, mit 1 Milligramm anfangen, auch mindestens diese klinischen Studien durchgeführt wurden, dass sehr gute Verträglichkeit mit 1,2 Milligramm Supplementierung. Und man sagt, maximal bis 6 Milligramm könnte man hochgehen. Also, Und Entschuldigung, pro Kilogramm Körpergewicht die wahrscheinlich. 6 Milligramm, wenn Sie als Ach so, Nahrungsergänzungsmittel als zu sich nehmen, Nahrungsergänzung. pro Ah, Tag. okay, ja. Wie gesagt, diese 1,2 Milligramm wurde jetzt auch in klinischen Studien gezeigt, dass jetzt nicht toxisch, keine Nebenwirkungen Ja. haben, gut vertragen werden. Das ist gute Verträglichkeit. Und man sagt auch aus anderen Studien, dass jetzt maximal 6 Milligramm. Weil das jetzt körpereigene Substanz ist und man geht davon aus, dass jetzt, was zu viel wird, abgebaut wird und über Niere unser Körper verlässt. Und deswegen ist schon wichtig, sagen, manchmal bei Niereninsuffizienz wäre das nicht sinnvoll, mit Spermidin-Supplementierung anzufangen. Weil normalerweise wird auch Niere überflüssige Spermidin in abgebaute Form aus Körper entfernen. Ich habe gerade mal so umgerechnet vorhin von der Folie, so ein halbes Pfund Äpfel wären ja dann auch so etwa 6 Milligramm. Das wäre ja so dann etwa vergleichbar. Also wir wären mit den 6 Milligramm ja eigentlich bei physiologischen Lebensmitteldosen. Ja gut, aber da muss man jetzt auch bedenken, dass jetzt 25 Milligramm bekommt man pro Tag im mediterranen Weg. Und hier bei uns ist ungefähr 7 bis 10 Milligramm. Und deswegen, dieser Unterschied ist schon ziemlich groß. Und man weiß auch aus der Brunig-Studie, wahrscheinlich Herr Dr. Wild kann ein bisschen ergänzen, aus dieser korrelativen Studie, die schon 20 Jahre oder länger laufen in Brunig, dass jetzt die Leute, die spermidinreich sich ernähren, 5 bis 6 Jahre länger leben können. Und ohne Tumoren, ohne Herz-Kreislauf-Probleme und ohne kognitive Probleme. Das ist natürlich rein korrelativ, aber das ist schon ein wichtiger Hinweis. Ja. Ich selbst bin ein großer Freund der Labormessungen, also Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Selen, Zink und so weiter, messe ich sehr gerne und baue darauf meine Therapie dann aus. Wie ist das beim Spermidin? Gibt es denn da auch schon eine Möglichkeit, Spermidin im Blut zu messen oder auch in anderen Medien? Und wenn ja, welche Labore können das? Ich habe das bisher noch nicht beim Labor gesehen, habe aber auch noch nicht danach gesucht. Also prinzipiell gibt es Möglichkeiten, Spermidin oder auch Butyrosin und Spermin, also Polyamingehalt in Proben, also auch Blutproben letztendlich zu messen, aber auch in anderen Gewebsproben. Eine der häufigsten Methoden letztendlich ist Flüssigchromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie. Die wird wohl auch von einigen Laboren so durchgeführt. Also die allermeisten klinischen Studien haben das letztendlich in ihren Daten stehen. Ob das jetzt aber, ob das zertifizierte MVZ-Labor oder ähnliches durchführen, routinemäßig, kann ich Ihnen an dieser Stelle leider auch nicht sagen. Wenn man das für kleinere Kohortenstudien letztendlich machen möchte, gibt es mittlerweile sogar ELISA, die diese Polyamine eben ganz gut in verschiedenen Proben bestimmen können. Okay, es gibt ja einige größere, ich sage jetzt mal ganzheitliche Labore in Deutschland, die ein sehr großes Diagnostikspektrum haben. Also bei denen lohnt sich dann schon zu fragen, ob die Spermidin-Untersuchungsprogramm haben. Ja. Und die Normwerte oder Optimalwerte, sind die auch so einigermaßen validiert mittlerweile? Das wäre dann schön, glaube ich, und da würden wir uns alle drüber freuen. Ich sagte es ja bereits, die Variabilität ist sehr, sehr groß und deshalb kann man auch
nicht so richtig gut von Normwerten letztendlich sprechen. Was man eben weiß, dass jüngere Menschen an sich höheren Spermidingehalt haben als ältere Menschen. Das wurde in verschiedenen Studien gezeigt. Und es gibt wohl auch einen ganz guten Bereich letztendlich, wo die Spermidinkonzentration im Blut üblicherweise ist. Ob die allerdings Aufschluss oder einen Rückschluss zulässt, ob man supplementieren sollte oder nicht, das ist meines Wissens, meines Erachtens noch völlig offen aktuell. Also so richtig als Biomarker können wir es noch nicht verwenden, weil wir dazu noch zu wenig verstanden haben, wie diese Schwankung zustande kommt oder ob vielleicht die Verhältnisse von den Polyamiden zueinander sind, die uns eine aussagekräftige Parameter darstellen können. Man muss aber noch dazu sagen, dass jetzt auch Spermidingehalt auch zirkadianen Rhythmen unterliegt. Dass jetzt auch wie viele andere körpereigene Substanzen wird an bestimmten Tageszeiten mehr produziert und mit Stresszustand hat es zu tun, auch mit Muskelaktivität hat es zu tun und mit Ernährung natürlich jetzt. Ja. Je nachdem, wenn Sie. Das war schon für mich interessant, dass man, wenn in Japan gemessen wurde, in Asien gemessen wurde, in Studie, da hat man gefunden, dass jetzt bei älteren Menschen Spermidingehalt im Blut relativ hoch ist. Aber das lag hochwahrscheinlich an Diät, weil diese ganz viele Soja essen, fermentierte Soja essen. Und im Westen, bei uns in Europa, war das jetzt tatsächlich so, dass es bei älteren Menschen relativ schnell runtergeht und rapide runtergeht. Ich habe es halt immer ganz gern konkret, ja. Was soll der Therapeut oder ich selber denn nun machen? Soll er sagen, okay, da ist ein gewisses Risiko und je nach Risiko gebe ich jetzt eben 2 bis 6 Milligramm, einfach aus präventiven Gesichtspunkten? Oder würde sich die Labormessung doch lohnen und ich würde eben ja so einen mittleren Referenzwert bei einem 30- bis 40-Jährigen auch für den 60-Jährigen anstreben? Wie kann man denn praktisch vorgehen? Das interessiert mich und die Zuschauer natürlich wahrscheinlich am meisten. Mit Referenzwert, wie Herr Dr. Witt gesagt hat, wird es schwieriger sein, aber ich werde sie präventiv so ein 1,5 bis 3 Milligramm so gut Okay. finden. Mindestens diese klinischen Studien, zum Beispiel in Österreich, zeigen das jetzt mit 3,3 Milligramm pro Tag. Die wurde jetzt in Versuchen in Altersheimen mit Patienten mit Alzheimer auf frühes Stadium durchgeführt. Nach 3-monatiger Supplementierung hat man doch signifikante kognitive Verbesserung festgestellt. Okay. Ja, das finde ich super. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über Grundlagen und Physiologie gehört, Antientzündlichkeit, Autophagie, Stickstoffmonoxid. Mich als Praktiker interessieren natürlich besonders die klinischen Studien. Sie haben es eben schon angerissen. Gibt es dann noch mehr klinische Studien in der Prävention, in der Therapie bei ganz bestimmten Krankheitsbildern? Oder welche sind gerade in der Schublade oder welche sind gerade in der Pipeline? Was wird gerade erforscht? Und ich kann wahrscheinlich mit SmartAge und Alex, Dr. Wirth, über Brunig-Studie was erzählen. Dieses SmartAge, wo wir auch teilgenommen haben, es war so ein Studien durchgeführt, einmal mit kleinen Kohorte, mit 30 Personen, die allerdings mit so subjektiven kognitiven Verschlechterung zu uns gekommen sind. Und die haben jetzt Spermidin bekommen, 3 Monate, ja, 1 Milligramm pro Tag, 1,2 Milligramm pro Tag, Vergleich mit Placebo-Gruppe. Da hat man nach 3 Monaten Verbesserung gesehen, kognitive Verbesserung, signifikante Verbesserung gesehen. Und dann lief noch eine weitere, so eine große Smart-Age-Studie mit 100 Probanden, auch mit subjektiven kognitiver Verschlechterung, 12 Monate lang. Hier hat man jetzt allgemein keine Verbesserung gesehen, allerdings auch in Kontrollgruppe erstaunlicherweise hat man keine Verschlechterung gesehen. Und wenn man dann genau geguckt hat an bestimmte kognitive Fähigkeiten, zum Beispiel Verbalisierung und Merken von Wörtern, war es signifikant besser in der Spermidingruppe. Und was ich auch sehr interessant und wichtig finde, dass diese Marke für diese Entzündungsmarker sind runtergegangen. Das heißt, diese inflammatorische Marker sind Ah, okay. runtergegangen in diesen Patienten. Das heißt, also diese Entzündungen wurden weniger und das natürlich für Ja. kardiovaskuläres System eine wichtige Rolle spielt und auch bei verschiedenen Infektionen auch. Genau, also CRP zum Beispiel wurde da benutzt. Ja, die haben jetzt, Ja. was haben sie als Marker benutzt? Eine von Zytokinen in Blutplasma geschaut. Okay, ja. Ja, spannend. Und dann Brunek-Studie wahrscheinlich kann, da wird was sagen. Ne? Genau, also Brunegg-Studie ist eine relativ viel zitierte, berühmte, letztendlich prospektive
Populationsstudie aus Südtirol. Dort wurde eben anhand von Fragebögen, letztendlich wurden die Essgewohnheiten abgefragt und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum von diesen Probanden. Also wir reden hier wirklich das waren, ich weiß nicht, 800, 900 Leute, die sie da wieder gefragt haben über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren. Und da hat sich eben herausgestellt, dass eine erhöhte Konzentration an Spermidin im Blut quasi negativ einhergeht, korreliert mit der Mortalität letztendlich. Also hohes Spermidingehalt im Blut hieß geringere Mortalität. Und das bezog sich tatsächlich auf alle Mortalitätsgründe, die sie eruiert haben. Das heißt also vaskuläre Mortalität, Krebs und auch eben Mortalitäten, die nicht unter diese beiden fallen. Okay. Und vielleicht ganz interessant, sozusagen die Hauptquellen an Spermidin in dieser Studie, die aus diesem Fragebogen herauskristallisiert waren, waren eben im Wesentlichen Vollkornprodukte, Äpfel und Birnen, grüner Salat, Kartoffeln und Käse. Also tatsächlich Alltagsprodukte letztendlich, wenn man die offensichtlich in ausreichenden Mengen zu sich nimmt, hohen Spermidingehalt im Blut hat, war das sehr, sehr gut. Diese Daten dieser Bruneck-Studie wurden auch ein weiteres Mal noch von der Gruppe um Frank Maddeo verwendet, wo dann gezeigt werden konnte, weil diese Probanden eben auch verschiedene Tests dort machen mussten. Und auch dort hat sich gezeigt letztendlich, dass eine erhöhte Aufnahme von Spermidin mit der Nahrung letztendlich mit verbesserten kognitiven Leistungen einhergeht. Okay, also habe ich das richtig verstanden? Man hat am Anfang aus einem Ernährungsfragebogen die Zufuhr über die Nahrung abgeschätzt und hat aber gleichzeitig Blutuntersuchungen gemacht und dann in den nächsten 20 Jahren geschaut, was passiert denn mit den Leuten. Ja. Das jetzt schon läuft länger, das auch jetzt erweitert. Es war jetzt ungefähr 860 Leute teilgenommen, schon und über 20 Jahren lang und mit vielen Untersuchungen, auch biochemischen Untersuchungen jetzt zum Schluss. Und das finde jetzt diese Lebenslänge und 5,9 bis 5,7 bis 5,0 Jahren. Das ist schon spannend, finde ich. Ja, Das, ja. Okay, ich bin immer der Meinung, dass was wir unseren Patienten raten, das sollten wir auch ein Stück weit unseren Patienten vorleben. Ich selber nehme jeden Tag Vitamin D und Omega-3 ein, bestimmte andere Nährstoffe je nach Bedarf. Darf ich Sie denn fragen, wie viel Spermidin Sie täglich einnehmen? Wie gesagt, wir kaufen oft jetzt bei uns zu Hause diese Weizenkeimextrakt. Leben könnte man bekommen Ja. und das auch mit sehr hohem Spermidingehalt. Mhm. Und wenn ich dann ehrlich bin, wenn ich auch Sport mache, dann Ja. nehme ich auch ab und zu so eine Spermidin, Milligramm Ah, okay. Spermidin. Und meine Schwiegermutter macht jetzt schon seit 5 Jahren das regelmäßig. Und auch bis jetzt ist sie ganz fit. Okay, toll. Herr Wirth, Sie sind ja noch ein bisschen jünger. Nehmen Sie auch Spermidin? Ja, Auch. tatsächlich, da treffen Sie genau richtig. Also ich hoffe darauf, dass ich noch zu der jungen Gruppe gehöre, die vielleicht noch nicht supplementieren muss, aber versuche natürlich, auf die Ernährung zu achten an der Ah, Stelle, mich okay. zu bewegen und natürlich Lebensmittel in Okay. ausreichender Menge zu mir zu nehmen, dass ich eventuell es schaffe, das aktuelle Spermidin, was ich schon sublimieren müsste, noch über die Nahrung zu bekommen. Okay, ja, Und eine super. interessante Nebenwirkung von Spermidin ist jetzt wahrscheinlich Haarwachstum. Wir haben jetzt auch Ah. bei uns bei Maus-Experimenten gesehen, dass die alten Mäuse, diese genauso wie Menschen, haben so ganz viele kalten Stellen. Und wenn die Okay. 6 Monate lang Spermidin bekommen haben, in Trinkwasser, da war so eine Feld richtig dick und glänzend. Und auch das haben dann viele Probanden in dieser Smart-Age-Studie berichtet, die Spermidin bekommen haben, dass die ganz dichte Haarwuchs bekommen haben. Das ist schon, finde ich, eine Okay. interessante Nebenwirkung, würde ich Aha, sagen. okay. Also zum Schluss kommen jetzt die ganz spannenden Informationen. Ja, prima. Morgen fange ich auch an. Ja, wir sind, glaube ich, ganz gut in der Zeit, aber wir haben auch viel abgearbeitet. Ich habe jetzt keine eigenen neuen Fragen mehr. Gibt es von Ihrer Seite aus noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben? Vielleicht so wichtig wie jetzt das Haarwachstum? Noch eine andere Spezialinformation? Ja, wie gesagt, ich werde auch darauf plädieren, dass man jetzt so wie in Bruneck-Studie auch mediterran Diät und Asien das mehr versucht, hier durch natürliche Nahrungsmittel einen hohen Spermidingehalt zu bekommen. Und auch bei, sagen wir, bestimmten Erkrankungen wie kognitive Verschlechterung oder kardiovaskuläre Probleme könnte man schon über Supplementierung nachdenken. Ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Grundlage zu diesem interessanten
Nährstoff erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Information, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ja, nach dem, was Sie hier so berichtet haben, bin ich ganz sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch viel, viel Neues von dieser Substanz erfahren werden. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Vielen Dank.